Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Heute mal in etwas kleinerer Besetzung, aber ja, wir werden versuchen, hier alles gut abzuhandeln. Die Kate ist mit dabei. Hallo, Kate. Hallo. Und ich nur sonst, ja, der Erik. Hallo. Jo, und wir waren natürlich in der Sneak Preview auch. Der Chris war auch mit dabei, aber die Kate nicht. Deswegen werde ich mal über den Film erzählen. Wir hatten den Film Die Schneiderin der Träume. Originaltitel ist Sir. Da hat man sich wohl gedacht, wir überlegen uns mal so einen romantisch klingenden Titel für die deutsche Vermarktung, um den irgendwie unterzubringen. In dem Film geht es darum, wir lernen eine junge Frau kennen, die als Haushälterin in Mumbai arbeitet. Und sie arbeitet bei so einem, ja, bei so einem reicheren Typen da, von Beruf Sohn hauptsächlich, der, wie wir später in der Geschichte erfahren, hat er lange Zeit in den USA gelebt, hat dort studiert und ist wieder zurückgekommen nach Indien, weil sein älterer Bruder, der eigentlich das Familiengeschäft übernehmen sollte, wohl irgendwie verstorben ist, und sein Vater, der ist so ein Baulöwe, würde ich mal sagen, der baut da so Wolkenkratzer und so in Mumbai, und sein Vater will ihn damit in dieses Geschäft reinbringen, dass er das dann irgendwann übernehmen kann. Und er wohnt da in einer ganz guten Ecke von Mumbai, hat eben da die Haushälterin, die wurde ihm auch deswegen organisiert, weil seine Hochzeit oder seine geplante Hochzeit in die Brüche gegangen ist, also seine Verlobte ist da irgendwie fremdgegangen. Und wurde das alles aufgelöst. Und er hat sie sowieso nicht so richtig irgendwie geliebt gehabt. Er hätte sie nur geheiratet, weil das irgendwie alle von ihm erwartet haben, und sowas kommt dann raus, ja. Er bekommt also diese Haushälterin, die aus armen Verhältnissen kommt. Und wir haben ja in Indien dieses Kastensystem, wo es halt ganz schwer ist, dass jetzt irgendwie jemand, der in so einer niedrigeren Kaste irgendwie geboren ist, überhaupt irgendwie es nach oben schaffen kann. Ist halt nicht so wie in Amerika, wo man von Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Und es ist auch so, dass in diesen Kasten ist halt auch vielfach so die eingeimpfte Überzeugung von den Personen auch, dass sie es nichts anderes verdient haben und nur in diese Kaste reingehören. Und so ist es auch bei dieser Haushälterin. Sie wurde irgendwie sehr früh schon als junges Mädchen mit einem älteren Typen verheiratet. Der war irgendwie schon so alt, dass er schon gestorben ist. Also sie ist Witwe, obwohl sie eigentlich erst so, weiß nicht wie alt die ist, vielleicht 20 oder so, keine Ahnung. Ist sie aber schon Witwe, und dadurch ist sie in ihrem Dorf total geächtet und musste das Dorf verlassen und ist jetzt halt in die große Stadt und arbeitet dort als Haushälterin. Wurde engagiert von der Mutter dieses reichen Jungen, damit die Wohnung nicht verwahrlost, ja, wenn er da keine Frau hat mehr, ne, so ungefähr. Ja, sie hat, oder die Haushälterin, die heißt Ratna, und der Typ heißt Ash oder Ashwin. Die Ratna, die hat noch eben so ein paar Träume. Sie würde gerne halt so Modedesignerin sein, aber das ist natürlich für sie so gut wie nicht zu schaffen. Sie spart dann irgendwie noch ein bisschen Geld zusammen, um dann mal so eine Schneiderausbildung zu machen neben ihrer normalen Arbeit, und hat da so Träume. Deswegen ist wahrscheinlich der deutsche Verleih auf die Idee gekommen, die Schneiderin der Träume. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie für die Träume von anderen irgendwie verantwortlich ist oder dass sie durch ihre Sachen, die sie schneidert, nun irgendwie, ja, andere zum Träumen bringt oder sowas. Das alles, was der Titel verspricht, das hält der Film also in dem Sinne nicht. Sondern der englische Originaltitel gibt da schon einen besseren Hinweis drauf. Sir, also sie nennt ihn halt immer Sir, jedes Mal Sir, Sir, Sir. Obwohl sie dann eigentlich auch so ein bisschen ein freundschaftlicheres Verhältnis haben. Und er ihr dann auch irgendwann sagt, hey, sag mal, das, ja,
sie lebt ja quasi mit ihm zusammen, ja, und macht ihm den ganzen Haushalt, sie kocht ihm, sie macht alles, ne, und sie öffnet sich auch ihm gegenüber ein bisschen, was sie so für Träume hat und was sie machen will. Und er sagt dann halt irgendwann auch, hey, du brauchst mich nicht mehr als Sir nennen oder so, wir leben jetzt hier quasi ja zusammen und also da geht jetzt nichts zwischen den beiden, ne, und er sagt aber trotzdem also, hey, wir leben jetzt hier zusammen, du kannst mich ruhig Ash nennen oder so. Aber das lehnt sie halt ab, weil sie halt immer noch so in ihrer Moral, in der angelernten Verhaltensweisen drin ist und deswegen heißt der Film halt eben auch Sir. Was hätte irgendwie ein ganz, ganz cooler und netter Film werden können, so von der Art her, lässt leider irgendwie ganz, ganz viel liegen, finde ich. Also der Film traut sich halt einfach nichts. Das ist halt der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Also wir haben hier ein Land, in dem ein System vorherrscht. Okay, gibt es in einigen anderen Ländern auch noch, aber ich sag mal, wenn man von einer globalen Brille aus drauf guckt, ist es halt ein sehr rückständiges System. Dieses Gesellschaftssystem mit den Kasten, dass eben jemand, der irgendwo von niederer Geburt ist, um es so zu sagen, dass der irgendwie überhaupt keine Möglichkeiten hat, obwohl der vielleicht wirklich die ganze Welt irgendwie ein bisschen nach vorne bringen könnte oder das ganze Land oder gewisse Firmen. Und der Film traut sich halt einfach gar nichts. Ja, also da sind so minimalste Ansätze dran, wo man sagt, ah, okay, das könnte jetzt interessant werden und dann fällt es aber doch wieder zurück in den Standard. Und wenn man hört, ein indischer Film und so, hat man ja irgendwie so diese Gedanken, so ja, das ist so ein bisschen alles ein bisschen verträumt und ein bisschen ja, so Bollywood hat man ja da so im Hinterkopf. Das ist halt der Film halt alles auch nicht. Also selbst dieses Versprechen, wir sehen jetzt einen Film aus Indien, uns erwartet da jetzt bestimmt irgendwie eine verträumte Geschichte, irgendwas, wo auch der Titel ja drauf anspielt. Selbst das hält der Film halt auch nicht. Es ist irgendwie so sehr extrem belanglos und dafür ist er einfach halt auch irgendwie zu lang. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie lang der ging, aber er war schon gefühlt sehr lang. Hat sich ganz schön gezogen. Ja, ich überlege gerade, was es noch so gab. Interessiert dich noch irgendwas zu dem Film? Klingt mal überhaupt gar nicht spannend. Ja, ich meine, wir hatten ja so einen indischen Film, weiß nicht, so Slumdog Millionär oder sowas. Ja. Ja, der hat sich halt schon was getraut, dass jemand, der wirklich so durch die Scheiße gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass aus dem doch, wenn auch nur über so ein Glücksspiel, was werden kann. Ja. Und durchaus auch kritisiert oder dieser, wie hieß der, wo der nach Hause finden muss oder wo der verloren geht hier, der vom vor 2 Jahren, glaube ich, der im Oscar-Rennen war. Moonlight. Nee, nicht Moonlight, der Indische. Wo der, ach so, Indisch. Wo der in Australien lebt und Lion oder so, Lion hieß Lion, der. Ja. Lion, genau. Der lange Weg nach Hause, ja. Oder so. Ja, also selbst Lion war noch irgendwie gefühlt, ja, besser dran und hat das besser geschildert alles und auch die Probleme aufgezeigt, wie der Film, der sich eigentlich auf die Fahne schreibt, hier das Kastensystem mal ein bisschen aufs Korn zu nehmen und mal darüber ein bisschen was Satirisches oder überhaupt das mal aufzuarbeiten und wie es gehen könnte. Ja. Nee, also das ist auch, auch so viel, ich habe es mal in meiner Kritik hier in unserer Facebook, habe ich es mal so ein bisschen Armutstourismus genannt. Es gibt ja so viele Filme, bei denen sieht man dann so diese elenden Stellen von Städten oder von Ländern oder so weiter. Und man ist halt froh, dass man im Kinosessel sitzt und es einem gut geht. Also man guckt sich zwar dieses Elend an, aber an sich geht es einem gut. Was halt einfach nur so eine Schilderung des aktuellen Systems ist, ja. Und wenn der Film sich halt nichts traut, dann ist es halt einfach nur so dieser Armutstourismus. So nach dem Motto, ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Der Film selbst ist völlig belanglos, hat jetzt für mich keine... nichts dabei, wo ich was draus lerne oder wo ich was mitnehme oder was mich irgendwie nachhaltig bewegt. Ja, und dann stehe ich aus meinem Kinosessel auf und dann gehe ich raus in meine Welt und dann geht es mir wieder gut. Weil ich habe andere gesehen, denen es schlechter geht. Und das macht der Film leider auch. Der traut sich halt nicht, dieses System mal ein bisschen spitzer zu attackieren, sondern es ist einfach so belanglos und wenn man da jetzt irgendwie eine Geschichte gesehen hätte von einer jungen Frau, die sich da wirklich mal was traut, da mal über den Schatten zu springen und mal wirklich ihre eigenen Träume zu verwirklichen, die sie hat, und
dafür vielleicht auch über diese gesellschaftlichen Konventionen hinweg zu gehen, ja. Aber das macht sie auch nicht, ne? Also das ist schade. Schade, schade. Also zu viel verschenktes Potenzial in dem Film. Und letzten Endes ist die Moral von der Geschichte in dem Film, dass es eben doch nicht mit eigener Kraft geht. Und das finde ich eigentlich so dieses fiese Ding, ja. Also man hätte einen Film machen können, wo man durchaus auch zeigt, ja, sie kann oder man kann es schaffen, ja, man kann sich drüber hinwegsetzen, aber nein, der Film entscheidet sich ganz bewusst an einem Punkt dann nämlich zu sagen, nee, alleine hätte sie es nicht geschafft oder ja, nur mit externer Hilfe oder irgendwas. Und das finde ich halt so, ja, so fatal, dann sowas nochmal. Nee, war nicht so meins. Mal gucken, was die anderen hier so in der Facebook-Gruppe hatten. Ich habe da mal reingeguckt, das ist ganz durchmischt. Also wir haben hier wirklich von 2 bis 9 alles. Hm. Die einzigen Punkte, die nicht vergeben wurden, sind 1, 10 und 0. Aber ansonsten ist alles dabei gewesen. Also die meisten Wertungen haben 8 Punkte gegeben und die zweitnächsten dann wieder 4. Also ist wirklich durchwachsen. Komisch. Ja. Ich wüsste auch nicht, wem ich diesen Film empfehlen sollte, weil ja, nee. Also nee. Ich glaube, ich musste jetzt auch tatsächlich nachgucken, was wir überhaupt für einen Film gesehen haben, weil ich habe den schon wieder vergessen gehabt. Und gut, die Story, die passt auf den Bierdeckel. Also ja. die habe ich noch so hingekriegt, aber ich wusste gar nicht mehr, wie der Film war. Also so wenig hat er mich irgendwie bewegt. Ja, ja nee. Das war jetzt, also ich habe 4 Punkte gegeben, kurz noch, um das abzuschließen. Sehe ich, was der Chris gegeben hat hier? Hat er schon was? Normalerweise sehe ich ja hier die Bildchen, aber ich sehe seins hier irgendwie noch nicht irgendwo. Vielleicht hat er sich auch schwer getan, abzustimmen und nicht abgestimmt. Ja, vielleicht wollte er noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Naja, können wir ja vielleicht in der nächsten Sendung, wenn wir es nicht vergessen, können wir das noch nachreichen. Oder ihr meldet euch an, liebe Hörer, auf der Metropol-Sneak-Seite auf Facebook. Und was sind denn, oder wie ist denn der Tipp für morgen, Kate? Und sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Also der Tipp für morgen ist reingelegt und es hat niemand einen Tipp abgegeben. Oh. Ja, es gibt keinen Tipp. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie, normalerweise fällt mir dann irgendwie schon wenigstens so ein bisschen was ein, wo ich sage, ach, das könnte das und das sein. Aber da fiel mir nichts ein, deswegen habe ich auch noch nichts geschrieben. Habt ihr vielleicht was gerade gefunden? Und bei den anderen Kollegen von den anderen Sneaks oder so, da habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, was da irgendwie passen könnte. Da hatte ich auch schon mal durchgeschaut, was bei denen so lief. Aber da war irgendwie nichts. Also es gibt hier einen Film, der heißt Widows. Und da ist die Serie, die Beschreibung wie folgt: Veronica, Alice, Linda und Belle haben eigentlich nichts miteinander zu tun, doch ihre toten Ehemänner haben ihnen durch die kriminellen Mannschaften einen großen Schuldenberg hinterlassen, den es nun abzutragen gilt. Darum schließen sich die 4 Frauen zusammen und nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Wer weiß, klingt ja auch nach reingelegt. Dann schreib's mal da rein. Ja, ist auch nett besetzt mit Michelle Rodriguez, Viola Davis. Ja, klingt ja ganz gut. Ich schreibe das mal. Ich hätte auch noch was anzubieten, das trage ich gleich auch mit ein. Das krumme Haus. Crooked House. Englischer Film. Ja, das heißt, Deutsch ist aber das krumme Haus. Ja. Ich habe es auch gerade gelesen. Nach Agatha Christie. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat der junge Privatdetektiv seine große Liebe kennengelernt. Verlobt haben sie sich jedoch vorerst nicht. Erst nach dem Krieg, so haben sie es verabredet, wollen sie zusammenkommen. Als er nach London zurückkehrt, hat Sophie eine weitere Bitte an ihn. Ihr Großvater Aristide Leonides wurde ermordet. Das Jawort will sie erst geben, wenn Charles den Mörder findet. Kurz entschlossen zieht er in die Familienvilla ein. Ein Motiv hat jedes Mitglied der großen Familie. Ja, könnte sein. Hat könnte auch sein, ja. Reingelegt. Das krumme Haus, das tippe ich jetzt gleich mal. Dann haben wir wenigstens hier 2 Tipps, was drinstehen. Wo sind wir denn? Ach, hier, das krumme Haus. Okay, dann schauen wir mal, was uns dann morgen erwartet.
und gehen hier einfach mal rüber zur nächsten Rubrik. Heimkino. Aha. Da habe ich auf Netflix einen Film geschaut, den habe ich auch einem Chris empfohlen. Weiß ich nicht, ob der da schon mal reingeguckt hatte. Und Kate, du bist ja so Netflix-affin. Hast du den Film schon mal? Nee, er sagt mir gar nichts. Also der ist nicht auf meiner Timeline aufgepoppt, so von wegen, hier, bitte schauen Sie sich einen Film an. Der passt zu Ihrem bisher gesehenen. Gar nicht. Also ich habe den Film jetzt mittlerweile schon einigen empfohlen. Mhm. Und mir ist der auch empfohlen worden von einem alten Arbeitskollegen. Der Film heißt The Night Comes for Us und ist auf Netflix ganz normal verfügbar. Also man kann man sich einfach so gucken, man muss nur den Jugendschutz da eingeben, weil der Film ist ja doch etwas härter. Und der ist von den Machern von The Raid. Gibt es ja diverse Filme, The Raid sagt dir vielleicht was. Und Hauptrolle spielt Iko Uwais. Und die Story passt eigentlich auf den Bierdeckel. Das ist aber auch nicht das Besondere an dem Film. Also in dem Film geht es darum, dass wohl die sieben Meere, glaube ich. Und die sieben Meere sind Auftragskiller der organisierten Kriminalität, die als einzige quasi wie James Bond so die Lizenz zum Töten haben, damit eben nicht so die ganze Gewalt eskaliert zwischen den einzelnen Triaden und zwischen den einzelnen Kartellen und was es da so gibt, damit da nicht alle auf jeden schießen, haben die halt so eine gewisse Anzahl von Leuten, die dann so Mordaufträge durchführen. Und hier wird aber einer ein bisschen abtrünnig und die anderen werden losgeschickt, um ihn quasi ja, selber aus dem Weg zu bringen, damit eben die Sache wieder bereinigt ist. Und sie haben dann noch die Möglichkeit, oder sie greifen dann noch auf die diversen Ressourcen der einzelnen kriminellen Organisationen zurück. Also die können dann noch zig Manpower akquirieren, dann um da irgendwie eine Wohnung hochzunehmen und sowas. Es gibt dann noch so ein Kind, das ist so ähnlich wie bei Hardboiled in dem Film, wo der dann irgendwie dieses Kind noch rettet und alle sind hinter ihm her. Fast so ähnlich ist hier auch. Also er rettet dann so ein Kind und deswegen sind ja auch alle hinter ihm her. Die Story selbst ist aber völlig Banane. Also das ist eigentlich nicht das Wichtigste an dem Film. Das Wichtigste an dem Film sind eigentlich die grandios choreografierten Kampfszenen, die wirklich keinen Halt machen vor irgendwas. Also da spritzt wirklich das Blut ohne Ende. Da gibt es Gedärme wie irgendwie Peter Jacksons Braindead oder wie bei Story of Ricky oder sowas, der ja auch so ein völlig abgedrehter Film war. Story of Ricky, ich weiß nicht, wirst du nicht kennen, oder? Nee, gar nicht. Hatte ich damals irgendwie mal so auf Video von jemandem bekommen gehabt. Also da gab es so irrwitzige Szenen, dass einem der Bauch aufgeschlitzt wurde und dann hat man da die Gedärme rausgezogen und den mit seinen eigenen Gedärmen erwürgt und dem anderen hat man von hinten so doll an den Kopf getreten, dass die Augäpfel durch die Gegend geflogen sind. Und solche völlig irrwitzige, überdrehte Gewalt ist da drin. Und hier, dieser The Night Comes for Us, der treibt das irgendwie noch total auf die Spitze. Also da, was da abgeht, da gibt es dann so Kampfszenen in so einer Fleischerei und in irgendwelchen Wohnungen und unten in irgendwelchen Parkhäusern und da geht es so dermaßen zur Sache. Das ist so unglaublich. Also man sitzt einfach da und feiert das Ganze, weil das einfach so absurd ist. Das ist so comichaft dermaßen übertrieben. Das kann man jetzt so nicht ernst nehmen. Das ist auch, glaube ich, nicht so ernst gemeint, so hoho, der hat ihm jetzt gerade das Bein gebrochen oder so, sondern das sieht einfach alles so witzig und gut gemacht aus. Da sitzt man einfach da und feiert das die ganze Zeit. Ne? Also und dann noch, was weiß ich, irgendwelche Blutfontänen das ist einfach großartig, ja. Und was dann alles so für Dinge genutzt werden, die da irgendwie im Raum herumliegen, wenn dann irgendwelche von einer Billardplatte unten, da ist auch immer so ein Netz bei den Löchern, wo die Kugeln reinfallen, wenn irgendwie dieses Netz noch genommen wird und wo ein paar Kugeln drin sind und dann wird das Leuten über den Kopf gezogen und
man sieht das teilweise schon ein bisschen vorher, aber nicht so offensichtlich. Ja, man, der ist einfach ein richtig geiler Kampffilm, ja, also das ist völlig übertrieben. Der geht irgendwie 2 Stunden, der Film, der hat zwischendurch mal Längen, der hat nämlich immer dann ein bisschen Längen, wenn nicht Kampf ist, wenn versucht wird, er irgendwie mit Story und so, das ist alles ein bisschen komisch. Bei mir war es auch so, ich hatte mir den runtergeladen, als ich jetzt mal eine längere Zugfahrt hatte und habe den auf ein Tablet geguckt und das hatte bei mir manchmal, ich hatte eingestellt, also den Film gibt es auf Deutsch und auf Indonesisch im Original und ich hatte eingestellt Deutsch mit Untertiteln, weil der springt manchmal auf Indonesisch irgendwie und dann weißt du ja gar nichts, ne? Dann brauchst du die Untertitel oder Chinesisch ist auch mit dabei. Und das ist manchmal ganz komisch hin und her gesprungen. Manchmal war es synchronisiert, manchmal nicht. Das war irgendwie ganz seltsam. Es war aber auch nicht so, dass ich gesagt hätte, das, was jetzt gerade Indonesisch oder Chinesisch war, waren irgendwie Szenen, die vielleicht rausgeschnitten worden wären. Also waren es keine Gewaltszenen oder so. Ich weiß nicht, woran es da gelegen hat. Vielleicht hat es auch irgendwie falsch runtergeladen bei mir, bei Netflix. Ja, also ein völlig absurder Film. Ich mag dem ungern irgendeine Wertung geben, weil wenn ich den so reinweg als Film bewerte, ja, da kriegt er vielleicht irgendwie eine, weiß nicht, eine 3 bis 4 von 10, weil die Story, die gibt absolut nichts her. Aber diese geilen Effekte und diese grandiosen Kampfszenen, die da drin sind, die haben den schon bei mir ganz weit nach vorne katapultiert. Also ich habe schon geschaut, den gibt es irgendwie nicht auf Blu-ray, den hätte ich gerne zum nochmal gucken, weil man weiß ja immer nicht, wie lange die bei Netflix dann verfügbar sind. Aber das ist so ein Film, also den würde ich mir gerne nochmal später irgendwann nochmal anschauen. Das ist einfach so übertrieben, absurd und gut gemacht. So ein, ja. Ich weiß nicht, ob das was für dich sein könnte. Und Chris, glaube ich, eher nicht. Chris habe ich dem mal empfohlen, aber er ist halt einfach, der ist sehr lustig. Also dann diese Kampfszenen, okay. Wenn dann wenn dann irgendwie in der Fleischerei dann mit der Knochensäge dann irgendwie, und dann fliegt die dem einen dahin und dann das ist jetzt nicht was ich angucken würde. Das ist kein Horrorfilm, wo man denkt, um Gottes Willen und so, was ist denn da jetzt? Mhm. Sondern das sind halt böse Leute, denen das passiert. Ne? Und teilweise erwischt sie ihn auch selbst manchmal. Also er wird selbst auch verletzt. Ne? Er ist jetzt nicht unfehlbar. Er ist jetzt nicht der riesen Übermensch da. Ja. Okay. The Night Comes for Us auf Netflix. Und wer Netflix sowieso bezahlt hat oder auch diesen Test-Account hat, kann den gucken. Ja, man muss nur Jugendschutz da eingeben, freischalten irgendwie, weil der ist echt ein bisschen hart. Okay, dann kommen wir mal in den Bereich Trailer. Hat man da eigentlich schon? Nee, hat man nicht. Hat man noch keinen Jingle. Hast du die geschaut gehabt? Mm-mm. Ach so. Okay. Nee, ich bin ja direkt aus der Küche hierher gekommen. So, die stehen ja auch schon seit Anfang der Woche drin, aber ist egal. Entschuldigung, ich war krank. Der Trailer kann man doch gucken. Ja, da war ich aber nicht an meinem Rechner. Es gibt 2 neue Trailer, die mir aufgefallen sind. Der eine heißt 100 Dinge. Das ist eine deutsche Komödie mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Was ja an sich erstmal jetzt fast schon bei manchen ein bisschen Abschreckung hervorruft, so die Namen. Ja, vielleicht. Bei mir zum Beispiel. Genau. Aber hinter dem Film oder was man so im Trailer sieht, steht da so ein interessantes Experiment. Es gibt ja es gibt ja auch diese Bewegung, so nach dem Motto, was braucht man überhaupt wirklich zum Leben, wo man quasi reduziert, was man tatsächlich braucht. Und die beiden treiben sie in dem Film noch ein bisschen auf die Spitze. Denn sie wollen für 100 Tage, deswegen 100 Dinge, für 100 Tage auf ihr gesamtes Hab und Gut verzichten und dürfen aber in diesen 100 Tagen pro Tag ein Ding wieder dazu bekommen, um halt einfach zu sehen, was braucht man wirklich, ja. Also, und sie ziehen das wirklich voll durch, das heißt also am ersten Tag sind sie völlig nackt. Das ist auch das, was man auf dem Poster sieht. Und dann die ganzen Sachen von denen werden in so ein Lagerhaus eingeschlossen und sie dürfen halt pro Tag einmal was rausholen und da geht's halt los. Sie fangen natürlich blöderweise im Winter an und brauchen erstmal Anziehsachen, ne? Und so geht es halt weiter
in dem Trailer, da leuchtet schon ein bisschen durch, dass das ein cooler Film werden könnte. Würde ich mich vielleicht sogar freuen, um den mal in das Sneak bekommen. Allerdings ist das ja so ein, ja, mit den beiden Personen und so ist das ja eigentlich fast schon so ein Hit-Garant, dass wir den wahrscheinlich nicht in das Sneak bekommen werden, so ein Top-Film. Aber so für die Sneak wäre das, glaube ich, mal ganz cool. Also dieses Experiment. Ja, 100 Dinge. Trailer sieht ganz nett aus. Kannst ja irgendwie nochmal reingucken. Und der zweite Trailer, den ich... Ist das nicht eine Band? Auch. The Prodigy ist auch eine Band. Es gab auch schon mal einen sehr alten Horrorfilm, der The Prodigy heißt. Jetzt finde ich gerade hier die Beschreibung nicht. Nochmal gucken. Hier, Filmstarts. Ja, es gab einen sehr alten Film, nach dem hat sich ja die Band benannt. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Neuauflage von diesem alten Film ist. Also die Story ist, Miles ist ein Wunderkind. Seine Intelligenz und seine Auffassungsgabe lassen seine Eltern Sarah und John staunen. Doch den Film, den Trailer habe ich doch gesehen. Als der Junge älter wird, verändert er sich auf abschreckende Weise. Vater, Mutter und Ernste sind ratlos und fragen sich schließlich, ob seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und Talente einen natürlichen Ursprung haben oder ob eine finstere Macht ihn beeinflusst oder von ihm Besitz ergriffen hat. Das klingt wie der uralte Film. Das, ja. Doch, den Trailer habe ich gesehen. Ich habe den nur mit dem Namen nicht in Verbindung gebracht. Da spielt doch die Blonde aus Orange is the New Black mehr. Die spielt doch die Mutter. Ja, genau. Deswegen hatte ich den auch eigentlich hier, weil ich dachte, das könnte dir ja gefallen. Genau, ich habe nämlich tatsächlich auch einen Artikel dazu gelesen, dass es gab so ein Test-Screening und da gab es wohl eine Szene, die ganz, ganz übel ist. Und da sind die Leute schreiend im Kino gesessen. Und dann ging es durchs FSK und dann waren sie wiederum alle erstaunt, weil der Film jetzt wohl doch nicht ab 18 das Rating gekriegt hat, sondern ab 16. Und erst dieses ultra krasser Film, schreiende Kinobesucher, bla bla bla. Und jetzt heißt, ach, vielleicht ist er doch nicht so schlimm. Ja. Ich erinnere mich. Schauen wir mal. Also der Trailer, der hat schon eine ganz nette Szene. Wann läuft der eigentlich an? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Prodigy. Irgendwann 2019. Läuft erst 2019 an? Glaube ich. Taylor Schilling. Ja, genau, das ist die aus 9. Februar. 2. Ja. 7.2. Produktionsland China, Hongkong und USA. Ist bestimmt wieder irgendwie so eine China-Szene mit drin, damit sie den da verkaufen können. Ja, sieht aber interessant aus und ich habe ich habe so einen uralten Film. Jetzt gucke ich mal, wann der rauskam. Prodigy, müsste man es natürlich richtig schreiben hier. Und dann geht's so. das finde ich jetzt hier gerade nicht. Diesen uralten Film, von wann der war. Ist ja auch egal. Weil den hatte ich irgendwann mal gesehen gehabt und der war schon zur damaligen Zeit auch ziemlich heftig. Aber hey, was heftig angeht, ich sage nur The Night Comes For Us. Also ich bin da jetzt abgehärtet hier, was das angeht. Aber wir können ja mal einen Blick werfen, was so diese Woche neu anläuft hier in Stuttgart und wie es in den Charts aussieht. Kinocharts und Neustarts. Da haben wir nämlich Folgendes hier in Stuttgart. Auf Platz 10 ist Venom, Platz 9 Aufbruch zum Mond, Platz 8 Gänsehaut 2, Platz 7 Die Unglaublichen 2, Platz 6 Der Vorname, Platz 5 Halloween, Platz 4 25 km/h, Platz 3 Johnny English, man liebt nur dreimal, Platz 2 Der Nussknacker und die vier Reiche und Platz 1 Bohemian Rhapsody. Ja, dann haben viele geguckt. Das habe ich auch mitbekommen in meiner Filterblase. Und jetzt noch finde, was neu anläuft. Ach, hier. Diese Woche, 15.11., läuft an Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Giggle. Ja, da gehe ich rein. Da freue ich mich drauf. Na da. Dann Night School läuft an mit Kevin Hart. Der Kelch ist ja anscheinend an uns vorbeigegangen, das Sneak. Der lief ja fast überall. Dann Remake von Dario Argentos Suspiria, wo über eine Tanzschule, die Schauplatz grauenvoller Rituale wird, unter Leitung der uralten Hexe
Mutter Suspiriorium. Suspiriorium, wie auch immer. Juliet Naked läuft auch noch an. Sehr empfehlenswerter Film. Fand ich toll. Hatten wir in der Sneak. Das läuft nicht bei uns. Was ist damit? Das läuft auch nicht. Assassination Nation läuft an. Eine Horrorsatire über vier Schülerinnen, die Opfer einer Hexenjagd werden, als alle privaten Daten ihrer Kleinstadt gehackt und öffentlich gemacht werden. Und die setzen sich dann ziemlich heftig zur Wehr. Da habe ich auch schon den Trailer gesehen. Das sah auch cool aus. Den hätte ich gerne mal in der Sneak gehabt. Was uns nicht umbringt, eine Beziehungskomödie, da verliebt sich ein Psychotherapeut in seine Patientin und dabei hat er eigentlich mit seiner Ex-Frau, Familie und jedem seinem Patienten alle Hände voll zu tun. Okay, das läuft nicht. Nö, dann war's das. Diese Woche mit den Sachen, die anlaufen. Einiges dabei. Also Juliet Naked, sehr empfehlenswert. Grindelwalds Verbrechen, sicher auch für Harry Potter-Fans auf Sky. Die haben ja mittlerweile diesen einen Sender wieder, diesen Pop-Up-Sender geändert. Ist jetzt Sky Harry Potter HD. Da laufen die ganzen Filme. Ja. Kann man dann durchaus mal vorher ja, aber dabei das Problem, finde ich, an dem Sender war jetzt, ich meine, sie haben das jetzt geändert, aber die ersten Tage lief immer fast immer die gleiche Routine. Also um mal die hinteren Teile von den Harry Potter Filmen zu gucken, musst du entweder jetzt bis Ende der Woche warten, bis sich das dann so ein bisschen durchgewechselt hat, oder du musst das nachts gucken. Das war ein bisschen ärgerlich. Also die hätten ruhig mal ein bisschen mehr rutschen sollen in ihrer Rotation, damit man auch mal vormittags oder mittags die hinteren Teile sieht, weil ich war ja krank. Achso, nein, ich habe mir das aufgenommen. Habe ich immer das Gleiche gucken müssen, theoretisch. Ich habe mir alle aufgenommen. Ja, ich habe die auf Blu-ray, also von daher. Ja, ist ja jetzt auch auf HD hier. Ist geil. Ich freue mich so unfassbar auf Grindelwalds Verbrechen, denn ich habe ein bisschen drüber gelesen. Es gab ja die ersten Reaktionen, ersten Kritiken. Und er soll wohl durchaus düsterer werden wie der erste Teil und richtig gut sein. Also ein Spektakel an Magie, hieß es wohl. Bin sehr gespannt. Das wird spannend, ja. Für mich wäre das da erstmal nix. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da nächste Woche mehr drüber erzählen kann. Ja, dann vielleicht können ja die geschätzten Zuhörer, die vielleicht auch in den Film gehen, können ja auch schon mal dann was dazu schreiben, falls sie den gesehen haben. Jetzt nicht spoilern oder so. Ja, bitte nicht. Aber dann können wir das nächstes Mal gleich mit vorlesen. Jo, dann begeben wir uns mal in den Serienbereich, nachdem wir Netflix hier eh schon mal angetriggert hatten mit einem Film. Dann gucken wir mal, was da so an Serien gibt. Serien. Obwohl das ist ja gar nicht Netflix, oder? The Purge ist ja. Nee, ist Amazon Prime, ne? Ja, ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich war mir nicht sicher. Über die Serie? Ich glaube noch nicht. Nee. Nee, gell? Ich habe mich an die Serie The Purge herangetraut. Ich habe sie auch schon fertig geguckt, also ich habe alle Folgen durch. Story ist allseits bekannt. In den USA wird gepurged, das heißt einmal im Jahr ist für 12 Stunden sämtliche Verbrechen erlaubt. Also ist kein Prequel oder irgend sowas? Nein, das ist einfach nur in dieser Welt. Nach den Filmen oder ist das? Das wird nicht genannt. Also so, es spielt auf jeden Fall einfach während der Purge. Es gab schon einige Purge-Jahre. Also es ist jetzt nicht irgendwie das erste Purge-Jahr wie in The First Purge, dem Film, sondern es ist einfach ganz normal in irgendeinem Jahr dieser Tradition sozusagen. Alles klar. Und 12 Stunden lang ist alles erlaubt. Und wie immer tun sich die Amis ordentlich austoben, was da abgeht. Und wir lernen in der Serie mehrere Handlungsstränge kennen, also mehrere Personen kennen. Warum das so ist, tut sich dann am Ende der Staffel erklären, denn alle Handlungsstränge laufen dann in eine zusammen. Wir lernen zum einen ein junges Mädchen kennen, das sich so einer Art Sekte angeschlossen hat, die sich freiwillig als Opfer
darbieten in dieser Nacht. Sie werden dann nach und nach aus ihrem Bus freigelassen und dann geben sie sich den Purgern hin. Irgendwelche komische Religion haben sie sich da ausgedacht. Ne? Dieses junge Mädchen lernen wir kennen und deren Bruder, der sie sucht, weil der kommt ist aus dem Krieg zurückgekommen und hat das mitbekommen und will sie jetzt retten. Dann lernen wir ein Ehepaar kennen, welches sich bisschen an die Reichen und Schönen ran traut, die auch in der NFFFA drin sind, weil sie Geld für ein Projekt brauchen und müssen quasi in der Purge-Nacht, werden die dann zu diesem hohen Tier da eingeladen und müssen sich den Ritualen und diesen schlimmen Dingen hingeben, die die Reichen und Schönen sich da so einfallen lassen in der Purge-Nacht, nur um eben diesen Gelddeal rauszuschlagen. Wen haben wir denn noch? Ah genau, dann haben wir noch so eine Finanztante, die in der Purge-Nacht arbeiten soll, die einen ziemlichen Groll gegen ihren obersten Chef hegt und eigentlich eine, es kommt gleich in der ersten Folge, kommt es da, sie hat eigentlich eine Attentäterin auf ihn eingesetzt, die soll in der Purge-Nacht ihren Chef umbringen und die Frau kriegt dann aber Zweifel und versucht ihren Chef zu retten und begibt sich dann halt raus in der Purge-Nacht. Und diese ganzen einzelnen Handlungsstränge werden erzählt. Man switcht immer hin und her und zum Schluss kommen sie alle zusammen. Grundsätzlich Purge kann ich mir angucken. Ich mag die Filme, auch wenn es immer das Gleiche ist und die Menschheit einfach grausam ist, was sie sich so alles ausdenken, wie sie ihre Opfer dahin meucheln. Was mir an der Serie allerdings nicht gefallen hat, ist, dass die einzelnen Personen, vor allem dieses Ehepaar und das junge Mädchen, die machen einfach, ganz ehrlich, viel zu viel in diesen 12 Stunden durch. Also die werden gefangen genommen, dann kommen sie da irgendwie raus, dann versuchen sie sich abzuschotten, dann werden sie wieder von irgendjemandem gefangen genommen, aber wieder nicht getötet, sondern können wieder abhauen. Und das geht die ganze Zeit so. Also den einzelnen Charakteren passiert viel zu viel in dieser kurzen Zeit. Das ist, finde ich, furchtbar unrealistisch. Ja. Ja, die müssen das ja auch irgendwie auf die ganze Staffel ausstrecken. Ja, das ist es nämlich. Und dann kommen wir eben zu diesem Endpunkt hin, zu einem Typen, der die alle quasi zu sich lockt, in Anführungsstrichen. Und dann hat der ganz, ganz komische Gründe, warum er die umbringen will, warum er die alle purgen will. Also ganz verschiedene Gründe und auch, wie die hinkommen, das erzähle ich alles gar nicht. Aber dann sind es so, da kommt Idiotie der Menschheit wieder durch am Ende. Die Serie ist teilweise schon spannend, manchmal aber auch einfach zu langatmig und eben, wie gesagt, es passieren den einzelnen Personen viel zu viele Sachen. Man hätte lieber die einzelnen Gefangenschaften ein bisschen ausführlicher beschreiben können und vielleicht auch ein bisschen mehr Dialoge reinpacken können, dann hätte man auch noch die 2 Folgen mehr gefüllt, aber die einzigste realistische Geschichte ist der Typ, der seine Schwester retten will, weil der fährt die ganze Zeit nur hinterher und muss sich da halt durchkämpfen, ja, um sie zu retten. Aber was ihr selber passiert, sind 3-mal von verschiedenen Leuten gefangen genommen oder so, ja. Genauso das Ehepaar, es ist furchtbar anstrengend, ja. Du hast trotzdem die ganze Staffel durchgehalten. Nochmal, ich war krank. Ich habe zwischenzeitlich echt überlegt, ob ich aufhöre. Und dann gab es mal kurz ein Problem bei Amazon, dann bin ich dann rüber in eine andere Serie geswitcht. Die habe ich aber noch nicht fertig, da erzähle ich nächste Woche von. Und dann ging Amazon wieder, dann habe ich bei Netflix aufgehört, habe Amazon weitergeguckt. Und ja, das ist halt so. Ja, mal gucken. Ja, also nicht so. The Purge, also, irgendwie dieser letzte Film, der letzte Film, den es gab, hat mich eigentlich. War der First Purge. Ja, hat mich eigentlich dazu gebracht, jetzt irgendwie, dass das Thema für mich so ein bisschen durch ist. Also ich habe irgendwie. Ja.
ich fand das irgendwie ganz cool, die Filme. Und wir sind ja auch in diesen einen Film sind wir sogar aktiv rein ins Kino. Mhm. Ja. Mhm. Election Year. Ja, genau. Mhm. Weil das schon irgendwie, ja. Aber irgendwie dieser letzte Film, der hat es bei mir irgendwie, da dachte ich, okay, ich habe den letzten noch nicht mal gesehen. Jetzt ist durch, habe ich gedacht. Jetzt ist das Thema irgendwie ausgelutscht durch diese, das, was irgendwie meine Zeit lang so mutig war, diese, das so darzustellen und dass das was Besonderes war, ist irgendwie jetzt, der Drops ist irgendwie gelutscht. Ja, deswegen, ja, also ich, wie gesagt, The First Purge habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich an die Serie noch nicht rangetraut. Aber, also Election Year fand ich schon grenzwertig, weil es halt, das Election Year war halt direkt im Wahljahr von Trump. Hm. Und das fand ich, da fand ich das Thema einfach, das hat jeder aufgegriffen, jede Serie, jeder Film hat das in irgendeiner Weise aufgegriffen, dass jetzt Wahlen sind, dass es kontroverse Wahlen sind. Und das fand ich bei Election Year schon sehr anstrengend. Ja. Weil du das rundrum kriegst du das mit, dieses schwierige Thema, und dann musst du das in einem Film, wo du eigentlich von einem schönen Gemetzel ausgehst, auch noch antun. Das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Den letzten Teil, den wollte irgendwie keiner mit mir jetzt gucken. Und bis jetzt kam er auch noch, ist er auch nirgends zum Streamen, deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, guckst du halt mal die Serie an. Machst dir mal ein Bild. Also, wie gesagt, ich habe sie zu Ende geguckt, weil ich wissen wollte, worauf es hinausläuft. Aber ich weiß, weiß ich nicht, wird es überhaupt eine zweite Staffel geben? Wird eine zweite geben. Und B, werde ich sie mir angucken? Ich weiß es nicht. Ist verlängert worden. Vielleicht, wenn es andere Leute sind. Ist verlängert worden. Hm. Ja, gibt eine zweite Staffel. Hm. Ja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob ich die noch angucke. 2019. Ja. Mal gucken, ich werde bestimmt mal reingucken, mal schauen, aber irgendwie dieser letzte Film da, ich weiß nicht. Ich habe, Entschuldigung, ich habe ja auch noch zwei Serien geguckt, die vielleicht nur mal ganz kurz, wir besprechen die dann in unserem Serien-Podcast, Fortsetzung folgt, ein bisschen ausführlicher. Aber damit es hier auch mal mit erwähnt ist, die erste heißt The Innocents, das ist eine Serie von Netflix. Da spielt Guy Pearce eine Rolle, deswegen wollte ich da auch mal reinschauen in die Serie, weil Guy Pearce irgendwie seit Memento ist der bei mir irgendwie, hat einen ganz guten Stand in meinem, ja, bei mir, und es ist eine britische Serie und die ist ganz, ganz dubios irgendwie. Also es geht irgendwie los, eine ganz komische Auftaktszene, die ich erstmal lange Zeit nicht verstanden habe. In der nächsten Szene geht es dann darum, dass ein junges Mädchen unbedingt von ihrem Vater abhauen will. Und sie hat einen Freund in ihrer Schule. Also das ist nachher völlig, völlig banal nachher, also was dann danach kommt. Deswegen, die erste Szene hat mich irgendwie ganz verwirrt zurückgelassen, und dann springt es in so ein ganz normales Setting rein. So ein Mädchen an der Schule sagt, dass Probleme mit ihrem Vater hat und will mit ihrem Freund zusammen durchbrennen und fliehen. Und das planen die halt die ganze Zeit. Und darum geht es eigentlich so im Rest der Folge. Und dann am Schluss, nachdem man sich durch die ganze Folge, irgendwie der erste Folge irgendwie ein bisschen gequält hat, bekommt sie, sie sind dann irgendwo in so einem Motel in der Mitte von nirgendwo, und sie bekommt dann irgendwie so einen Anruf auch. Achso, nee, sie haben vorher so einen Typen angefahren, und der sagte aber noch irgendwie was, dass er irgendwelche Informationen hat für sie, also mitten im Nirgendwo überfahren die da so einen Typen. Und sie bringen ihn dann so in den Wald, die Leiche, und gehen in dieses Motel, und mitten in der Nacht wacht sie auf und geht zu der Leiche zurück und will das Telefon nehmen, weil er hat irgendwie gesagt, dass er da irgendwelche Nachrichten drauf hat. Und in dem Moment wacht dieser Typ auf, und der Geist oder keine Ahnung, also es wird irgendwie transportiert in, also der Typ ist dann auf einmal, das Mädchen ist auf einmal in dem Körper des Typen, und da kommt dann dieser alte Typ dann zurück zu ihrem Freund, ja, und der ist erstmal, schiebt total Panik, so, wow, was machen Sie hier und so, und sie sagt dann immer, nee, ich bin das und so, und kann es halt auch beweisen. Und später gibt es dann auch am Ende von dieser Pilot-Episode gibt es dann irgendwie so eine Rückverwandlung. Da ist sie plötzlich wieder sie. Also, und im Spiegel sieht sie immer sich selbst. Ja, das ist noch das. Also sie zeigt sich dann ihm auch im Spiegel und sieht, ach ja, das ist ja doch das Mädel. Also irgendwie total suspekt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ich bin auch gespannt, was die anderen drüber erzählen. Das klingt ehrlich gesagt ganz furchtbar. Ja, es war auch nicht so, dass ich gedacht hätte, boah, cool, die erste Folge, dieser Cliffhanger da, das interessiert mich jetzt, wie es weitergeht. Ich habe trotzdem mal in die zweite Folge nochmal reingeguckt. Die ist auch wieder so eine Mischung aus total verwirrend und belanglos. Ich weiß noch nicht, wohin das überhaupt gehen soll. Und vielleicht hat ja jemand von den Hörern schon mal da reingeschaut und kann mir irgendwie sagen, ob das irgendwie Sinn macht, da noch weiter zu gucken oder worum es da überhaupt, was überhaupt da überhaupt. Das ist irgend so ein seltsames Ding, so aus Coming of Age, irgendwelche Mystery-Sachen, die man nicht versteht, irgendwelche komischen Andeutungen und ich weiß überhaupt nicht, was da Phase ist die ganze Zeit. Ja, vielleicht muss ich doch weitergucken, vielleicht ergibt sich dann irgendwie doch irgendwie so ein What the fuck. Keine Ahnung. Also The Innocents, Netflix, ja. Ich glaube, ich muss mir die erste Folge mal angucken. Bin für Informationen dankbar, falls. Und mehr dazu dann in der nächsten Folge Fortsetzung folgt. Könnt ihr dann auf fortsetzungfolgt.net. Gibt es auch mittlerweile jetzt auf Spotify. Fortsetzung folgt. Einfach mal gucken. Die zweite Serie, die wir da besprechen werden in der nächsten Ausgabe, die habe ich selber vorgeschlagen. Die habe ich nämlich durch Zufall entdeckt. Echt jetzt? Die heißt Wanderlust. Und Wanderlust ist ja quasi eins von diesen eingeenglischten Worten, wie zum Beispiel Kindergarten oder sowas, ne? Die quasi aus dem Deutschen kommen. Und das steht ja für so viel wie irgendwie, ja, also wenn man Wanderlust jetzt im Deutschen übersetzen oder in Deutsch erklären würde, wäre das ja die, dass man gern unterwegs ist und sich irgendwie Sachen anschaut und außerhalb irgendwie draußen ist und so. Und in dem Sinne geht es hier darum, ist die neue Serie mit Toni Collette, die man kennt aus Sixth Sense zum Beispiel. Und sie hat einen Fahrradunfall, wodurch sie, ich glaube, ist irgendwie das Becken oder irgendwas ist da ein bisschen gebrochen oder sowas. Und sie darf eine ganze Zeit lang mit ihrem Mann keinen Sex haben. Und sie stellen dann in dieser Zeit fest, dass das eigentlich irgendwie, ja, irgendwie fehlt gar nicht so richtig, weil sie sind jetzt auch schon ewig zusammen und sie laufen dann noch so ein bisschen. Oh, was machst du eigentlich immer mit deinem Mikrofon hier? Entschuldigung, ich musste kurz den Ofen runterdrehen. Okay. Und sie kommen dann natürlich auch in Diskussionen, weil wenn sie dann irgendwann wieder anfangen wollen nach so einer längeren Pause und so weiter, da stellen sie halt das ganze Liebesleben mal ein bisschen in Frage auch und dazu kommt noch, dass er mittlerweile sich einen Fehltritt geleistet hatte mit einer Frau und sie ist auch einem anderen Typen näher gekommen und dann kommen sie auf die Idee, es doch vielleicht mal mit einer offenen Beziehung zu versuchen und das Ganze klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so, okay, alles dramatisch, aber das ist echt sehr lustig, auch mit so einem britischen trockenen Humor, die Serie. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich will mir jetzt nicht zu viel verraten, weil da gibt es noch einige Querverbindungen und alles kann man auf Netflix gucken. Und wie gesagt, werden wir auch in der nächsten Folge dann besprechen bei Fortsetzung folgt. Aber sei hier mal empfohlen, Wanderlust. Nicht vom Titel abschrecken lassen. Zu spät. Wie? Der Titel hat dich abgeschreckt oder was? Komm, ja. Aber die Erklärung ist echt lustig. Das ist so Beziehungskomödie in England und so. Und sehr explizit auch. Boah. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also auch so, was die Art, wie sie reden und was gezeigt wird und so, ist halt Netflix, ne? Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Sehr lustig. Wanderlust. Das ist nichts für mich. Ich glaube, dafür bin ich zu prüde. Ach. okay, dann schauen wir doch mal in die sonstigen Themen rein und was wir so für Kommentare vielleicht bekommen haben. Briefkasten. So, zur letzten Folge Peppermint, obwohl wir, ich habe ja die Download-Zahlen und so gesehen und die Zahlen auf Spotify, sticht die sogar ein bisschen raus, also haben sehr viele sich angehört und runtergeladen, aber null Kommentare, wundert mich ein bisschen. Ja, aber gut. Was ist da los? Was ist denn hier los? Aber vielleicht ist manchmal so, wenn wir einen Film sehen, den wir relativ weit vor den anderen sehen, zeitlich, dann gibt es relativ wenig Kommentare. Und gut, diesen Revenge, ja, vielleicht
haben die noch nicht viele geschaut. Ein Kidnapping, Freddy Heineken war vielleicht auch nicht so. Oh, ich sehe gerade, ich habe es falsch geschrieben. Naja, aber gut, dann ran an die Tasten, schreibt irgendwie Kommentare zu dieser aktuellen Folge. Und ich werfe schon mal einen Blick in die Amazon-Bestellungen. Denn für die, die es vielleicht noch nicht wissen, der Kinocast und die ganzen Betreiberkosten hier, Serverkosten und so weiter, wird alles ja aus Eigeninitiative gedeckt und zum Teil mit euren ja, Spenden oder mit den Provisionen, die wir bekommen, wenn ihr bei Amazon was einkauft. Also wenn ihr sowieso irgendwelche Blu-rays bestellen wollt oder irgendwas, dann klickt vielleicht vorher bei uns einen von diesen sogenannten Affiliate-Links und dann verdienen wir eine ganz kleine Provision davon und euch kostet es nicht mehr. Hat zum Beispiel jemand gemacht, der sich Kingston HyperX bestellt hat. Was ist das? Ah, ich sehe es hier. Gaming-Kopfhörer. Oh, die sehen cool aus. Kopfhörer fürs Gaming. The Gunman hat jemand bestellt, eine Blu-ray. Ach, mit Sean Penn, kenne ich den Film. War nicht schlecht, hat mir gefallen. Was ist das? LC Powerlock US3. Was ist denn das? Ah, eine Docking-Station, die man über USB an den Rechner anschließt, wo man dann so Festplatten oben reinstecken kann, wo die dann gleich ausgelesen werden. Dann eine Blu-ray, wo die wilden Menschen jagen. Was ist denn das? Mit Sam Neill und Julian Dennison. Vom Regisseur Taika Waititi, 5-Zimmer-Küche-Sarg. Taika Waititi hat auch den Thor Ragnarok-Film gemacht. Mhm. Wo die wilden Menschen jagen. Ja. Was ist das? Schrecken aus der Tiefe. 3 Fragezeichen. Und die Zeitreisende. Auch 3 Fragezeichen. Vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben bei den Bestellungen und damit den Kinocast unterstützt haben. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, liebe Hörer, die es jetzt nicht gemacht haben, ihr findet auf kinocast.net oben links so einen Button oder Menü, nennt man das ja, so einen Punkt Danke für eure Unterstützung. Gibt zum Beispiel Möglichkeiten, Auphonic Zeit zu spenden oder ja, monetäre Spenden oder ganz einfach, lasst uns einen Kommentar da, das freut uns immer, auch ja, quasi moralische Unterstützung mit Kommentaren. Ja, interessante Filmtipps werden immer gern genommen oder auch Filmrätsel, ihr könnt uns auch Fragen stellen. Genau, wir machen mal so ein Ask Us Anything oder wie heißt das? Machen doch die ja. YouTuber heutzutage. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Ja. Also ihr könnt uns Fragen schicken, könnt ihr zum Beispiel schicken an kate@kinocast.net. Wenn ihr mal was wissen wolltet hier, was sind eure Top 3 Lieblingsfilme für die einsame Insel oder Serien oder keine Ahnung. Bin gespannt, vielleicht schickt ja jemand irgendwelche Fragen an. Schreibt es an kate@kinocast.net, dann kann die Kate dann die Kategorie bedienen das nächste Mal. Genau. Und sie braucht mir das vorher nicht sagen, das heißt, ich werde dann damit überrascht quasi mit der Frage. Ich kann mir dann vorher nichts überlegen. Nur ich kann mich auf meine eigenen Fragen vorbereiten. Genau, du kannst dich da ein bisschen schon mal vorbereiten. Und mich erwischt es dann ganz kalt. Das ist immer. Ja, sehr gut. Da kommen meistens dann immer die besten Sachen dabei raus, dann, weil das sind dann die, wenn jemand fragt, zum Beispiel, was ist dein Lieblings-Action-Film oder irgendwas, dann das, woran du gerade jetzt in dem Moment jetzt gerade denkst, wenn dir jemand das sagt, das ist meistens das Richtige. Mhm. Wenn du zu lange drauf rumdenkst, dann ist es schon wieder. Ja. Naja, mal gucken, vielleicht schreibt da jemand irgendwas. Ansonsten, ja, wie gesagt, Kontakt aufnehmen. Erik@kinocast.net wäre meine direkte E-Mail-Adresse, wenn jemand mal was schreiben möchte. Dann, ja, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, überall unter Kinocast, ganz leicht zu finden. Den Chris, der heute leider nicht dabei ist, den könnt ihr auch erreichen unter chris@kinocast.net. Und ansonsten sind wir eigentlich durch, oder? Dann ja. Sehen wir uns morgen vielleicht mal wieder im Kino, oder? Wie sieht's aus? Ich gehe eigentlich davon aus, ja. Ich muss mal wieder raus. Okay. Also dann bis morgen hoffentlich und liebe Hörer, bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Schaut viele Filme, Serien, Netflix. The Night Comes for Us. Wenn euer Magen stark genug ist. Disclaimer. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Bis
Bis bald im Kinocast.